So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach du unter MX Linux unter der ganz aktuellen erschienenen Version Benutzer hinzufügen und entfernen kannst. Das Ganze hat deswegen auch den Grund, warum ich das ein separates Video mache, weil es vielleicht auch Leute gibt, die die Grundlagenvideos nicht so wirklich gerne schauen möchten, auch trotz Timestamps. Deswegen habe ich gedacht, mache ich zu diesen Sachen jeweils einzelne Videos und da kann sich jeder eigentlich dafür entscheiden, will er das gucken, will er das nicht gucken. Ich freue mich natürlich über rege Teilnahme und auch in den Kommentaren und auch über die Däumchen in die deutliche Richtung nach oben. Aber am Ende könnt ihr das natürlich selber entscheiden, wollt ihr gucken oder wollt ihr nicht gucken. Da müsst ihr natürlich selber wissen. Ich persönlich möchte einfach sehr vielen Leuten gerade auch bei so kleinen Sachen helfen und deswegen mache ich ja auch diese in Anführungszeichen für viele einfachen Videos, damit einfach auch viele Leute Bescheid wissen, wie, wo, was. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar sind wir hier unter MX Linux, unter der Standardversion von MX Linux. Man kann natürlich auch noch andere Desktop-Varianten nehmen, aber das ist hier die Standardversion. Wir gehen hier unten auf das Startmenü. Wir können aber auch die Windows-Taste drücken. Dann haben wir nämlich hier die Windows bzw. das Menü. Und dann gehen wir auf MX-Werkzeuge. Haben wir das nämlich hier im Menü drin. Und dann gehen wir hier tatsächlich auf Benutzermanagement für MX. Klicken wir drauf. Das ist nämlich ein eigenes geschriebenes Benutzermanagement, würde ich jetzt mal sagen, von MX Linux. Auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Und jetzt will ich einen Benutzer hinzufügen, also anlegen. Da haben wir nämlich hier oben den Punkt Benutzerkonto hinzufügen, also das Benutzerkonto, um es anzulegen. Und dann gehe ich auf Anmeldename des Benutzers und ich möchte ihn einfach mal Tux nennen. So. Der Anmeldename ist natürlich nicht der Benutzername. Ne? Ich sage deswegen. Respektive, was rede ich jetzt da? Natürlich, der Anmeldename ist natürlich der Benutzername. Jetzt geben wir hier natürlich unser Passwort ein und geben dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Und dann haben wir hier noch den Haken gesetzt und zwar diesen Benutzer Verwaltungsrechte für das System sudo gewähren. Also, das ist für mich vollkommen okay. Wir klicken in dem Fall hier auf Anwenden. Jetzt müssen wir hier nochmal unser Passwort eingeben und der Benutzer wurde erfolgreich hinzugefügt. Wenn wir das Ganze erfolgreich hinzugefügt haben, können wir natürlich auch den Benutzer jeweils noch hier in die jeweilige Gruppe schmeißen oder hier in eine Gruppe hinzufügen. Wir können auch hier für den Benutzer Tux hier auch gewisse Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel, dass er sich hier automatisch Anmeldung quasi kommt, dass er sich quasi automatisch anmelden kann dann oder dass hier eine Passwortabfrage fällig ist. Das kann man eigentlich machen, ja, wie man möchte. Dann haben wir hier aber noch die Voreinstellungen, wie der Herstellen von der Gruppenzugehörigkeit oder vom Mozilla in Klammer Eiswiesel oder Firefox. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann aber auch genauso gut hier Sachen kopieren von hier A nach B. Finde ich immer wieder ziemlich cool. Ganze Verzeichnisse, Dokumente und so weiter. Dann eben hier die Gruppen hinzufügen oder eben hier die Gruppenzugehörigkeit. Da kann ich hier auch sagen, hey, du darfst hier zum Beispiel in die Gruppe SSH rein. Wenn man hier zum Beispiel die Gruppe SSH für irgendwas berechtigt. Ziemlich coole Sache. So, dann klicken wir hier unten jetzt mal drauf. Dann klicke ich mal hier auf den Punkt Abmelden und klicke dann auf den Punkt Benutzer wechseln. So, dann klicke ich hier auf Tux und gebe jetzt hier das Passwort ein, was ich ja schon vorher oder eingestellt habe. Wir sehen jetzt hier, tada, wir sind hier unter dem Benutzer Tux angemeldet. Das passt soweit und kriegen jetzt hier auch schon MX Linux 23.2 Libretto das Willkommensding angezeigt. Hervorragend, wir schließen das Ganze. Und wenn ich hier unten auf Start klicke, sehen wir auch, wir sind hier mit dem Benutzer Tux angemeldet. Also hier, das klappt wunderbar. Wir können auch natürlich noch ein anderes Benutzerprofilbild hinzufügen, wenn man das möchte. Ich in meinem Fall sage nein, das ist soweit okay. Jetzt möchte ich aber meinen Benutzer löschen. Warum will ich meinen Benutzer löschen, fragt sich jetzt der eine oder andere sicherlich. Naja, weil ich zum Beispiel den Benutzer nicht mehr auf meinem Rechner haben möchte oder weil zum Beispiel eine WG-Kollegin oder ein WG-Kollege
oder ein guter Arbeitsfreund oder Freundin nicht mehr da ist oder wie auch immer. Deswegen möchte ich den Benutzer löschen. Das kann man natürlich auch machen. Na, ich gehe also wieder hier rauf, klicke hier rauf, sage ganz wichtig abmelden und melde mich dann hier mit Linux, Windows, Mac Hilfe wieder an. Das hat übrigens den Hintergrund, wenn ich jetzt nicht mich abgemeldet hätte, dann kann es sein, dass wenn ich den Benutzer jetzt lösche, dass eine Fehlermeldung auftaucht und das möchte ich nicht unbedingt. Deswegen klicke ich hier wieder unten drauf. MX Werkzeuge und dann Benutzer Management. Und dann haben wir hier, seht ihr hier, Benutzerkonto löschen. Und dann klicke ich hier drauf, sag Tux. Und dann möchte ich das Ganze gerne mit dem Home-Verzeichnis löschen und dann kann ich hier auf Anwenden klicken. Ich kann aber auch natürlich sagen, hey, ich möchte gerne mein Benutzerkonto umbenennen. Na, zum Beispiel Tux möchte ich gerne in, sagen wir mal, in Linux umbenennen, anwenden. Jetzt muss ich natürlich hier mein Passwort eingeben für Linux Windows Mac Hilfe. Und jetzt sagt er, umbenennen des Benutzerkonto ist fehlgeschlagen. Genau, also es kann sein, dass man da eventuell auch einen Neustart natürlich machen sollte am Anfang. Aber ihr seht, prinzipiell könnte man das machen. Deswegen gehe ich hier nochmal auf Werkzeuge, dann hier nochmal auf Benutzermanagement. Und ich möchte hier auch das Home-Verzeichnis gerne löschen vom Benutzer Tux. Sag anwenden, sag ja, bestätige das Ganze hier nochmal mit meinem Passwort von Linux Windows Mac Hilfe und der Benutzer wurde erfolgreich gelöscht und wir haben jetzt hier noch meinen Benutzer, aber den möchte ich natürlich nicht löschen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, kurz und knapp und bündig und ich würde mich gerne über Feedback freuen. Lass doch einen Daumen in nördlicher Richtung da. Ich freue mich, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.